Willkommen zurück. Wir können mit Banga reden. Ja. Punkt, Punkt, Punkt. So viel Zerstörung. Habt ihr denn gar nichts dazu zu sagen? Oh, das ist noch nicht mal übersetzt. Wenn er reden möchte, kann er es noch nicht. Wenn Yormak sich nicht dazu entschließt, ihn zu benutzen, wird Banga Zeit brauchen, bis seine Kehle von dieser Umwandlung heilt. Dann komme ich später wieder. Beratet euch mit Banga im Auge des Nordens. Bangas Rüge, Bangas Ego, Bangas Schlagstock, Bangas Tafel, Bangas PC. Beratet euch mit Banga. 1, 2, 3, 4. Vielleicht können wir das ja in der Reihe nach machen. Ich habe eine Idee. Vielleicht geht das ja so. Bum, 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 bum. So, seine Kehle müsse geheilt sein. Bloß weil ihr sprechen könnte, heißt das noch lange nicht, dass ich es tun werde. Na, ich glaube, das ist eher zu sagen. Ich glaube, Yorma könnte eines Tages etwas dazu zu sagen haben. Bangas Rüge! Geil, das funktioniert tatsächlich. Ihr müsst einfach aus in die Gildenhalle rein und dann wieder zurück. Und immer Banga ansprechen. Dann könnt ihr euch rein, was die Erfolge freischalten, denke ich. Voll Banga. Banga, 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 Banga. Kennt ihr auch den Disney-Film Bangarantas? Kommandeur. Banga, ich würde gern mit euch reden. Es sei denn, ihr spielt immer noch diese beleidigte Leberwurst. Kommt ihr, um nachzusehen, wie ich untergebracht bin? Oh, eine andere Stimme. Keine Sorge. Das ist die schönste Zeit meines Lebens. Bester Käfig, in dem ich je gesessen habe. Plüsch. Falls ihr der Schadenfreude wegen gekommen seid, müsst ihr euch allerdings hinten anstellen. Hinter dem großen blauen Drachen und meinem früheren Schützling. Vertrauen ist im Augenblick Mangelware, schon klar. Glaubt mir, auch ich traue keinem von euch. Andererseits, wenn es hier einen gibt, dessen Vertrauen missbraucht wurde, dann bin es doch ich. Habe ich gelogen? Habe ich jemals mein Wort gebrochen? Ich habe jedem genau gesagt, was ich wollte und was ich tun würde, um es zu bekommen. Diese Art Freimütigkeit ist heutzutage selten. Und was bekomme ich zum Dank? Yormak legt mich rein, verunstaltet mich, reicht die Zügel meinem verflammten Lehrling. Also wischt euch den selbstgefälligen Blick vom Gesicht. Ich bin hier der Geschädigte. Ihr habt nicht über mich zu urteilen. Wird die anderen wieder vorspielen. Yormak und Röland, wie ist das denn passiert? Ich hätte es sehen müssen. Der Kleine war doch ehrgeiziger, als mir klar war. Er hat vom Besten gelernt. Und ihr habt euch mit ihm angelegt. Sein Trupp, Sindar, das war euer großer Fehler. Ihr habt es persönlich gemacht. Smodur zumindest. Für Riland. Für den war das alles eins. Glaubt ihr, Yormak wollte euch immer schon einfach nur benutzen? Ich weiß auch nicht. Hättet ihr mich vor all dem gefragt, ich hätte gesagt... Keine Chance. Niemand kann Banga Todbringers Gedanken beherrschen. Aber so wie es gelaufen ist, gab es einen Wendepunkt, diesen besonderen Moment,
Falls ja, dann weiß ich nichts davon. Ich habe nie auch nur für eine Sekunde lang gedacht, dass meine Gedanken nicht meine eigenen sind. Und doch, das Geflüster, das habe ich gehört. Vielleicht reicht das schon. Das Lustige ist ja, hat jemand Rieland gegenüber schon mal das Geflüster erwähnt? Er schien nicht zu wissen, wovon sie redeten. Er könnte die einzige Person sein, der Jormag nicht zugeflüstert hat. Und dennoch wählt Jormag ihn aus. Darüber denke ich sehr viel nach. Jormag bringt niemanden dazu, irgendetwas zu tun. Das muss er auch gar nicht. Er muss euch nur einreden, dass ihr wollt, was er will. Und wenn ihr es sowieso wollt, umso besser. Dann ist kein Geflüster nötig. Ich glaube, das ist so viel Einblick in Rieland Stahlfänger, wie ihr jemals bekommen werdet. Tada! Pangas Ego. Schön angekratzt. Gut, wir machen die nächsten durch. Also das ist echt jetzt eine Menge Story, was wir jetzt reinfressen. Story über Banga und seine ganz großen Taten. Düm, düm, düm. Hey Kommandeur, ich habe ein paar Dinge, die ich dem Gefangenen sagen muss. Ach ne, das hat er gesagt. Oh, scheiße. Ihr könntet genauso gut dabei bleiben und sie euch anhören. Rüdlock gibt Banga wegen Rüland die Schuld. Wie konntet ihr das zulassen? Seid etwas genauer. Ihr wisst, was ich meine. Wie konntet ihr Rieland das tun lassen? Rieland lassen? Ihr wart doch dabei. Ihr habt alles mitbekommen. Das war nicht der Plan. Der Plan? So brillant, dass euch niemals aufgefallen ist, wie mein Sohn gegen euch gearbeitet hat. Ihr habt es erfasst. Ich habe keine Antwort. Vielleicht habe ich einen Schritt verpasst. Vielleicht lag mir die Zukunft der Char zu sehr am Herzen. Ihr meint eure eigene Zukunft. Oder vielleicht war ich so erpicht darauf, den Stein glänzen ihn zu sehen, dass mir der Brimstone ganz entging. Was zur Hölle soll das? Ich meine, da habt ihr euch eindeutig vergessen. Char haben keine Söhne, Rüdlock. Kretia weiß das. Jeder weiß das. Jeder außer euch. Ihr hättet fortbleiben sollen. Mhm. Rüdlock bereut es, so lange aus der Heimat fortgeblieben zu sein. Ich hätte nicht fortbleiben sollen. Ich hätte wiederkommen sollen. Vor langer Zeit schon. Meint ihr, das hätte irgendetwas geändert? Es hätte nicht schaden können. Ihr habt euch zu lange mit anderen Völkern abgegeben, Brimstone. Wir sind Char. Ein Bereuen gibt es bei uns nicht. Wir treffen eine Wahl und dann bleiben wir dabei. Ganz gleich, wenn wir siegen, nehmen wir den Ruhm. Wenn wir verlieren, nehmen wir die Schmach. Was wir nicht tun, ist jahrelang herumsitzen und uns damit zu quälen. Ihr habt vergessen, was es bedeutet, ein Char zu sein. Vielleicht habt ihr recht. Bing. Rüdlock sagt, was er denkt. Also wenn ihr den Erfolg machen wollt, dann einfach immer die Gildenhalle, wenn ihr eine habt. Ansonsten wechselt einfach die Karte nach unten. Ich glaube, da kann ich gleich sagen, welche die Karte am nächsten ist. Wenn ihr jetzt keine Gilde habt und nicht in einer Gilde seid, dann wechselt einfach nach, oh, hier zum Beispiel, diese Betrübnis und dann zack, dann habt ihr auch relativ, ja, einen günstigen Preis im Teleport, wenn man so will. Champion, ich spüre eine stärkere Präsenz um Banga herum. Vielleicht ist Jormag ja wirklich bereit, sein Schweigen zu brechen. Wurde auch Zeit.
Schauen wir mal, was der Altdrache zu sagen hat. Ich möchte gern mit Jormark sprechen. Ihr habt mir nichts zu befehlen. Telefon wird gewählt. Ich fürchte, diese Wahl trefft nicht ihr. Aber ja, zur Hölle. Orin, der Drache der Prismen. Herrlich wie ein Eiskristall. Es ist schön, endlich mit euch zu sprechen. Jormark, der Drache des Eises und der Überzeugung. Ihr habt euch sehr angestrengt, damit sie euch erwecken. Weshalb? Was ist es, das ihr wollt? Was ich immer wollte, frei sein und Tyria bewahren. Ihr flüstert den verwundbaren Geistern zu. Wendet Verbündete gegeneinander. Diesen hier, eure Stimme, habt ihr praktisch zu einem Sklaven gemacht. Nichts geschah mit ihm, das er nicht selbst gewünscht hätte. Diese Wochen haben euch gezeigt, ich bin nicht der Gegner eurer Sterblichen. Ich schätze diese Welt sehr, Orin. Vielleicht sind wir uns ähnlicher, als ihr denkt. Ich mag der jüngste Altdrache sein, aber ich bin deshalb nicht dumm. Eure Furcht und euer Augenmerk sind hier fehl am Platz. Ich werde nicht in den Wahnsinn und zu hirnlosem Toben getrieben, wie euer Großvater. Ich habe wohl einen Nerv getroffen. Verzeihung. Unterhalten wir uns ein andermal darüber. Wartet! Tja. Glaub, da sind... Ich werde diesen Mistkerl töten. Ja, du wirst Jormark töten? Das bezweifle ich sehr. Er hat einen Hasskick auf den Jormark. Schön. Das ist cool. Vielleicht können wir ihn ja irgendwann umdrehen. Dann wird er prismatisiert und dann ist er die Stimme von Orin. Das gefällt ihm bestimmt auch toll. Wie so ein Schoßhörnchen. Plötzlich muss er telefonieren. Achso, Orin gegen Jormark. Ich bin immer noch nicht in der Lage, genau zu sagen, wohin Jormark verschwunden ist. Er ist sehr geübt darin, sich vor mir zu verstecken. Das macht mich nervös. Ich würde gerne mehr von Jormarks Plänen wissen. Jormark, werdet ihr erneut mit uns sprechen? Tu das! Sterbliche sind seltsame Wesen. Sie haben sich verändert, seit ich das letzte Mal ganz wach war. Dennoch ist ihr Leben noch immer so vergänglich, bemitleidenswert. Ihr blickt auf sie herab. Das ist ein Fehler. Oh, es gibt Ausnahmen. Ich kann verstehen, weshalb ihr euch an euren Kommandeur gebunden habt. Nicht gebunden. Auserwählt. Gegenseitig. Ja. Ja. Wie dem auch sei. Ich gebe zu, nun, da ich einen eigenen habe, verstehe ich den Reiz einer solchen Partnerschaft. Also ist Rieland noch bei euch? Natürlich. Es ist überraschend einfach, mit ihm zu sprechen. Und er ist ein ausgezeichneter Stratege. Das ist das Gegenteil von beruhigend. Es ist Monate her, dass ich erwacht bin. Und ihr traut mir noch immer nicht. Ihr habt eine Armee versammelt. Ich wette, ihr habt nie aufgehört, sie zu vergrößern. Eine Armee, die von einem Champion angeführt wird. Genau wie ihr. Und was habt ihr mit eurem Champion und eurer Armee vor? Die Zukunft bewahren und meine Freiheit.
Ich bin nicht die Bedrohung, Orin. Konzentriert euch auf das, was kommt. Nicht auf mich. Ich glaube, das war's. Die Fürstechse hat Angst. Vor uns? Eher nicht. Und zu wissen, was es ist, ändert nichts an der Tatsache, dass er mit euch spielt wie auf einer Fiedel. Wird der hat Angst? Hm. Als ob ihr das merken würdet. Jormaks Geheimnis. Das ist so ein leichter Erfolg, ey. Die Punkte kassiere ich. Und das ist eine super Folge, Leute. Das muss ich sowieso machen. Von daher. Wir haben es bald geschafft. Kommandeur, ich hätte da einige ausgewählte Worte für meinen früheren Imperator. Christa steht ohne Samthandschuhe da. Ich habe euch vorher nicht getraut. Und jetzt traue ich euch zur Hölle nochmal erst recht nicht. Verratet mir einen guten Grund, euch nicht zu töten. Vielleicht habt ihr nicht aufgepasst, aber der Eisdrache hat mir dieses Ding verpasst. Anscheinend bin ich sein Scharsprecher. Na klar. Ich bin ziemlich sicher, wenn Jormak mit uns reden muss, findet er einen Weg, das zu tun. Mit oder ohne euch. Versucht es nochmal. Ich kenne Rieland besser als sonst jemand. Besser als ihr, viel besser als Brimstone. Ich weiß, was er wahrscheinlich tun wird. Die Ereignisse der jüngsten Zeit lassen etwas anderes vermuten. Letzte Chance. Mein sprühender Witz. Ich würde euch fehlen. Ihr fehlt mir bereits. Habt mir monatelang gefehlt. Der Mentor, der mich die Hälfte all dessen gelehrt hat, was ich weiß. Dieser Char fehlt mir. Nicht ihr. Ihr tut mir einfach nur leid. Krizia braucht Antworten. Was ist mit euch geschehen, Bangar? Wart ihr schon immer so? War ich nur zu blind, um es zu sehen? Schon immer wie? Blind was gegenüber? Diesem Hass. Dieser Kälte. Flammen und Feuersbrunst. Ihr habt Almora ermordet. Sie wollte mich aufhalten. Sie hat euch die Wahrheit gesagt. Es gab Zeiten, da habt ihr das erwartet. Von mir zumindest. Alles, was ich tat, tat ich für die Char. Genau. Das redet ihr euch ein, während ich hinter euch aufräume. Krizia bringt die Sache auf den Punkt. Also, Jorma kann jetzt durch euch zu uns sprechen. Das scheint der Gedanke dahinter zu sein. Geht das in beide Richtungen? Gesetzt den Fall, wir wollen mit Jorma sprechen. Sagen wir dann etwas zu euch und Jorma hört zu? Ja, glaubt ihr, er habe mir eine Anleitung gegeben? Ich habe keine verflammte Ahnung. Probieren wir es aus. Jormak, Altdrache des Eises und der Überzeugung. Ich erbitte eine Audienz. Ich bin Krezia Steinglanz, Imperator der Blutlegion. Werdet ihr verhandeln? Offenbar nicht. Es geht also nur in eine Richtung. Ich bin die Stimme des Jormak, nicht die Ohren des Jormak. Oder ihm ist einfach egal, was ihr zu sagen habt. Jormaks Gegner. Oh, jetzt wird's ganz interessant. Ich glaube, jetzt erfahren wir, wer der, gegen wen er wirklich Angst hat. Oder gegen wen er jetzt vorgeht. Das könnte auch quasi die Überleitung sein zu dem nächsten Kapitel. Zum letzten von... wie heißt das Spiel hier? Weißbrot.
Champion, die Energien tief unter Tyria sind in Aufruhr. Zunächst war die Veränderung so gering, dass ich sie kaum bemerkte, doch jetzt wird sie größer und ich fürchte, das ist erst der Beginn. Ja, es ist schwer, die jetzigen Erdbeben nicht zu bemerken. Jormag muss etwas damit zu tun haben. Jormag, wir müssen... Auf euch habe ich gewartet, Orin. Ich kann geduldig sein, doch ich hoffe schon, dass ihr in den vor uns liegenden Tagen rascher handeln werdet. Remordus. Sein Hunger wird wachsen, während er sich regt. Die Zerstörung naht. Anzeichen dafür habt ihr und euer Champion bereits gesehen. Ihr wusstet, dass das geschehen würde. Und dennoch habt ihr es für richtig befunden, der Welt euer Erwachen und das von Primordus aufzuzwingen. Und ihr habt es für richtig befunden, nicht einzuschalten. Trotz eurer Kraft und eures Potenzials habt ihr es Sterblichen überlassen. Es ist gleichermaßen ihre Welt wie die meine. Es hätte uns nicht weitergebracht. Oh, kleine Schwester, wie Unrecht ihr habt. Gebt Acht, dass ihr die Lektion nicht zu spät lernt. Also tötet ihr ihn. Diese Zeit wird kommen, aber noch ist es nicht so weit. Mein Zwilling wird erwachen. Und er wird die Welt in Brand stecken. Seht euch diese Welt an, Orin. Sehr bald werdet ihr eine Wahl treffen müssen, wenn ihr überhaupt eine Chance haben wollt, sie zu retten. Das ist jetzt sehr interessant. Primordus ist der nächste Gegner. Hätte ich mir auch fast gedacht. Ich habe mich ja spoilern lassen. Ein bisschen. Ich habe nicht gesagt, was passiert. Es wird noch interessant. Okay, an dieser Stelle sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Das war ja die Aussprache mit Jormag, Banga und Owen. Das wird noch lustig. Gut, bis dann.